So, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Es geht weiter mit unseren Projekten BMW E24, W124er Mercedes und Audi 80. Heute haben wir das letzte Video und zwar, da kommt jetzt der BMW E24, der alte 6er. Seid gespannt, ja? Ich bin auch beeindruckt vom Sonntag, das Video, was wir gezeigt haben, ist sehr gut angekommen. Also wirklich sehr, sehr schön. Vielen Dank. Und ja, heute zeigen wir den BMW E24. Ich habe unsere Kommentare, was euch am besten gefällt, welches Modell, ja, ob der BMW, Audi oder Mercedes. Und den fahren wir. Und den werden wir zuerst bauen. Ja, ihr dürft mitentscheiden. Also je mehr Kommentare kommen. Wir lesen uns die alle durch, ja, ich beantworte die meistens irgendwo in der Badewanne oder wenn ich irgendwo sitze und irgendwo warten muss, versuche ich die wirklich alle zu beantworten. Obwohl, das ist mittlerweile nicht mehr so leicht, ja, weil wir irgendwie dreimal pro Woche ein Video zeigen und die letzte Zeit haben die Videos immer so um die 1000 Kommentare und das ist eigentlich ein Fulltime-Job, ja. Da wir jetzt aber viel weniger zu tun haben wegen Corona, habe ich auch viel mehr Zeit für euch. Ne? Ich glaube auch eher für mich oder für uns. So, legen wir los mit dem BMW. Soll ich nichts sehen? Mhm. Warte. Noch ein bisschen. Noch. Ein schöner Porsche, guck mal, wie schön das ist. So sieht es aus, nicht anders. Das ist der BMW E24. Sieht schon cool aus von der Form. So ein bisschen wie so ein Haifisch, finde ich. Persönlich. Tschack, tschack. Ah. Ja, das war's hier von mir. Nein. Wie gesagt, wir werden auch wie bei dem Audi und bei dem Mercedes zuerst mal Bilder zeigen und besprechen. Und zwischendurch schneiden wir so ein Video rein. Ja, also ihr müsst das nicht stoppen oder sonstiges. Da kommt gleich noch ein Video rein. Ja? Hm. So, weiter geht's. Tschack. Ja. Ja. An der Motorhaube haben wir so zwei oder beziehungsweise vier schöne Luftanlässe eingebaut. Finde ich persönlich sehr schön. Ne? Guck mal die Verbreiterung. So. So eine Front. Etwas vergrößert. Also. Rotiv-Felgen dürfen nicht fehlen von unserem Freund Brian. So, Seitenschweller. So ein Monster-Seitenteil. Ja. Also wie bei dem. Was? W124, ne? Fast. Ja, fast. Also mir ist das persönlich das Auto etwas zu hoch. Ja, also da ist, finde ich, zu viel Platz. Ja. Sonst so als Basis finde ich schon nicht schlecht. Was man hier einbauen könnte, die Scheinwerfer ein bisschen dunkler machen, ja, da würde ich auch vielleicht machen. Oder beide gelb, ja, wie es früher war, fände ich ganz schön cool. Ja. Guck mal, ein Auspuff. Das sieht aus wie eine Trompete, guck mal. Ja. Tschak. Das ist nicht so meins, wenn ich ehrlich sein soll. Ja. Also die Hexenstange ist so. Nicht so meins. Deswegen gehen wir schnell weiter. Ja. Zack, hier nochmal in Rot, auch nicht schlecht. Ja. In Rot so ein Gefühl sieht er besser aus. Ja, ja. So, da sind wir wieder bei unserem berühmten Video. Das schneiden wir gleich. Was? Bildschirm ein bisschen mehr drehen. So. Ja, noch. So. Noch. Starten wir mit dem Film. Obwohl, das ist schon sexy, das Ding, ne? Im Rot. Rot sieht schön aus. Ja, mich auch. Das ist aber sehr groß, das Seitenteil, ne? Die Stoßstange, wie riesig die ist, ne? Ist aber Serie so, ja? Also, dass die Stoßstange so, hier quasi Seitenteil so riesig ist, ja, ist serienmäßig. Also, die Frontpartie gefällt mir sehr. Und ab. Warte, was gucken hier. Ab der Verbreiterung hinten, warte vielleicht mal hier, warte, check. Also ab hier irgendwie, also bis hier. Hinten gefällt mir das nicht so gut, glaube ich.
Heck gefällt mir auch nicht so gut bei dem. Ne? Nee, schreibt in den Kommentaren, ob euch das gefällt oder nicht. Und ja, dann wissen wir auch, in welche Richtung die Reise hingehen soll. So. Das ist schon ein bisschen bessere Höhe als, als mein Mann. Guck mal, der muss so auf dem Boden liegen. Schön mit Luftfahrwerk und dann ab die Luzi. Guck mal. Obwohl hier in der Farbe wirkt das nicht so extrem wie bei dem roten wieder, oder? Kann das sein? Mhm. Oder findest du nicht? Ich weiß nicht, wie ist das wegen dem Hintergrund so jetzt? Ich meine, das Auto ist sehr, von hier bis hier, sehr, sehr, sehr lang, ja. Mhm. Guck mal, hier den Spoiler, kann man es vergrößern, ne? Guck mal, wir haben das so gebaut, den Spoiler, wie es früher war, dass die quasi sehr, sehr groß waren. Meist, früher waren die aus Gummi, ja, so Gummispoiler. Spoiler? Ja. Echt? Ja, wie so Gummi. Mhm. Die sind meistens, die konntest du gar nicht lackieren. Da gab es dich noch nicht mal, Olli. Mhm. Ja, sehr schön. Also von hier bis hier, jetzt auf dem Video, wirkt das ein bisschen anders, ne? Ich finde das schon cool. Mhm. Guck mal, die Frontpartie finde ich richtig schön, ne? Ob von vorne, von hinten, also ich glaube, das ist schon so die Richtung, mein Geschmack. Hier, ab hier, also quasi nach hier, ja, so ist fett. So sieht es fett aus. Guck mal, was für ein dicker Arsch. Mama mia. Ehrlich jetzt. Hier. Schön. Schön, schön. So gefällt mir richtig gut. Der. Jetzt sieht man das, was gemeint war mit den Cuppings, glaube ich, ne? Genau. Oh, guck mal. Ah, Olli, das ist. Olli ist manchmal sehr gut hinter der Kamera, ne? Ja. Er schläft nicht nur hinter der Kamera, der ist auch noch live aktiv dabei. Sehr schön. Sehr schön gesagt, ne? Bei den anderen zwei Modellen, bei einem Audi 80 und bei einem Mercedes, haben wir hier so Cuppings eingebaut. Und dann verschwindet quasi diese Fläche von vorne, ja. Wenn man sich wirklich das Auto anguckt, ist er wie so ein Rahmen, quasi, guck mal, wie so ein Rahmen um das Auto herum. Unterbricht man das, dann hat das Spoiler eigene Optik, die Verbreiterung, die Couplings und so weiter, ja. Also, da hast du recht, Olli, wirklich. Da muss ich dir recht geben. Naja, der ist so stolz, ne? Chef hat, ja, Chef hat ihm recht gegeben, ja. Darf ich heute früher gehen? Ich wusste, dass da irgendwas kommt. Guck mal, fett. Aber solche Verbreiterung, so runde. Ja, ja. Spiegelt sich das ja alles komplett, sieht man nicht so. So. Ja. Also runde Verbreiterungen, ja, hier wie hier. Oder die fetten eckigen, ja. So. Oder so. Das Spoiler finde ich fetter. Das war ein bisschen zu groß, müssen wir ein bisschen kleiner machen, schmaler, aber sonst finde ich fett. Ne. So sieht es aus, meine Freunde. Und jetzt schreibt ihr bitte, das ist das letzte Video von der Dreier-Serie, was wir hatten. Und deswegen schreibt jetzt Mercedes, Audi, BMW, was ist der Favorit, den wir zuerst bauen sollen, ja. Ob die drei gebaut werden dieses Jahr, weiß ich noch nicht. Wie gesagt, das hängt sehr viel ab von Finanzen. Ne? Aber ja, ich hoffe es. Aber einen auf jeden Fall. Ja, vielleicht will sich BMW mal bei uns beteiligen an so einem Projekt. Das wäre bombastisch. Da können wir uns austoben, bis der Arzt kommt. Ne? Also, wenn der Vorstand von BMW guckt, wir würden uns freuen. Ruft uns an. Ruft uns an. Meine Handynummer hast du. Spaß. Ja, auf jeden Fall legen wir los. Wir werden dieses Jahr richtig coole Projekte noch machen, wie der JP Golf, der wird auch noch gemacht, der Hyundai i30N und so weiter. Und diese Projekte und viele, viele mehr. Damit ihr das mitbekommt, müsst ihr uns abonnieren, um nichts zu verpassen. Und ich sag mal so, je mehr unser Kanal nach oben wachsen wird, ja, desto mehr Projekte können wir uns für euch auch verwirklichen. Ja. Zeichnungen machen, Projekte. Ich meine, ehrlich, die ganzen drei Zeichnungen, das war, ja, also über einen Monat haben wir daran gearbeitet, um das vorzustellen, ja. Weil allein diese drei Videos, die wir jetzt hier gepostet haben bei YouTube, haben wirklich sehr, 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 sehr viel gekostet. Ne? Und das sind nur die Zeichnungen. Und das Teure kommt erst jetzt. oder danach, wenn wir das anfangen zu scannen und zu bauen und so weiter. So, egal. Egal. Auf jeden Fall, wir geben Gas. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch für uns ein bisschen Gas geben würdet. Und ja, was wollte ich auch sagen? Wir haben so einen Shop, prior-fashion.de. Falls irgendeiner
eine coole Kapi haben will oder sowas oder was auch immer. Es werden immer mehr kommen, ne? Ja, jetzt haben wir auch schon was Neues gemacht, designmäßig. Ja. Ne? Wir werden ein paar Klamotten auch machen, weil uns auch viele angeschrieben haben, tatsächlich. Und ich hätte nie gedacht, dass die uns wirklich Leute von uns Klamotten kaufen und so weiter. Aber die Nachfrage ist sehr groß. Na, vielen Dank nochmal für die E-Mails und für die Unterstützung. Ja. Ich hoffe, euch haben die Projekte, die wir gemacht haben, diese Videoserie, hat euch gefallen. Und ja, lasst einen Kommentar da, lasst uns ein Like da, falls euch das gefallen hat. Wenn nicht, drückt den Daumen runter, ist kein Problem. Was uns nicht umbringt, macht uns stark. Na, Spaß. Also schön da oben drücken, nicht da unten. Ich finde das sowieso schön, wenn in den ersten 5 Sekunden, wenn wir Video hochladen, schon irgendeiner Daumen runter drückt. Der hat noch nicht mal Titel gelesen, hat schon den Daumen runter gedrückt. Ist nicht schlimm, ich finde das lustig. Also wenigstens haben wir was zu lachen. Und wir zaubern uns auch ein bisschen Lächeln auf dem Gesicht, weil wir unterhalten uns wirklich bei jedem Video, dass das passiert. Ist ein Phänomen. Aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Bis dann. Ciao.